Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker, kurz vor dem Tempel. Und Merga hat seinen wundervollen Umhang, an dem man ihn jetzt auch erkennen kann. Der gefällt mir echt gut. Und das habe ich mir gedacht, deswegen. Junger Mann, das ist der Baron, Hilfe bitte! Achso, das sind die beiden Kinder, ja, ich verstehe. Baron? Nennen die zwei Beine so ihre Herrscher? Baron? Der Niemandsstamm wacht seit mehr als 1000 Jahren über dieses Land. Und die zwei Beine denken, sie können hier alles in Besitz nehmen, weil es auf einem Blatt Papier steht. Ich hatte euch gewarnt. Es ist unmöglich, mit solchen Kreaturen Frieden zu schließen. Ihr könnt das Blutvergießen beklagen, aber jede Unentschlossenheit wird am Ende nur zu weiteren Blutvergießen führen. Aber dann wird es das Blut eurer Untertanen sein, Mega. Liegt euch etwas an eurem Stammkrieger des Niemands? Falls ja, denkt nach. Ihr seid im Begriff, das Blut von Halbwüchsigen zu vergießen. Sie sind fast noch Kinder. Das kommt einer Kriegserklärung gleich. Ein Flüstern wogt durch die Reihen der Zentauren. Nach einer angespannten Pause senken sie ihre Bogen. Gut, wir gehen. Aber wir werden nichts vergessen, Zweibein. Denkt nicht, dass dieses Land euch gehört oder ihr dieses uralte Übel erwecken werdet. Die Kriegspriesterin Ekora Silberfeuer wird alles erfahren. Ich denke, mit der Dame Silberfeuer werden wir noch reden müssen. Wunderbar. Das ist ja prima gelaufen. Wir haben unsere Baronie kaum gegründet und schon droht uns ein Krieg mit den Zentauren. Regent General, bevor wir nach Warnburg zurückkehren, müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Dörfer verteidigen. Vielleicht gibt es einen Weg, den entstandenen Schaden zu beheben. Und was euch angeht, Kinder, lauft nach Hause zu euren Eltern. Danke, euer Gnaden. Sie hätten uns zweifellos getötet. Wie sind die denn überhaupt bis hierhin gekommen? Das ist ja unmöglich. Die können doch nicht bis hierhin kommen. Ganz ehrlich, bei den ganzen Monstern, die da draußen rumgelaufen sind. Ich nehme die in meine Gruppe auf. Die Kinder sind offenbar kampfstarke Krieger. Versteinertes Ei nehme ich natürlich auch mit. Ich nehme alles mit zum Verkaufen, ne? Guck mal, wir haben noch ganz viel, dadurch, dass wir die beiden Beutel... Ich hätte eigentlich viel mehr mitnehmen können. Wir haben noch die beiden Beutel mit dabei. Hier ist aber bestimmt noch irgendein Eingang, ne? Irgendein Eingang in eine Ruine. Bestimmt, komm. Ach, leider nicht. Da unten. Ja gut, dann werden wir nach Warnburg zurückkehren und dann werde ich wahrscheinlich den guten Rabauken hier aus der Gruppe schmeißen, weil ehrlich, rechtschaffen böse Charaktere mag ich nicht. Sagte der Mann, der Ulrik erschaffen hat als rechtschaffen bösen Charakter, aber für diese Gruppe passt es irgendwie nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Rabauke sich da viel weiterentwickeln wird, weil die Gefährten entwickeln sich ja in ihren Gesinnungen nicht, sondern die bleiben ja immer so, wie sie sind. Das bedeutet, dass der Rabauke eigentlich ein Kampfgefährte ist, mit dem ich nicht gerne herumziehen würde. Hier komme ich gar nicht rauf, ne? Ne, komme ich nicht rauf. Dann habe ich noch die Gelegenheit, das hier oben zu erkunden, vielleicht auf dem Rückweg. Ich kann ja mit den Eltern nochmal ganz kurz reden. Ja, erstens, ich mag keine Mönche. Ich habe das auch bei der Charaktererschaffung von Ulrik ja schon erwähnt. Ich mag Mönche in diesen Systemen nicht. Weil diese asiatischen Kampfstile mit Fäusten und Ki-Kräften und was nicht alles... Ja, für Leute, die es mögen, gerne, aber für mich ist es nix. Und ganz ehrlich, ich kann mit dem in der Gruppe auch nicht so viel anfangen. Zudem sieht er sehr garstig aus. Kann mir natürlich vorstellen, dass er ein kampfkräftiger Gefährte in Warns Schar ist, aber er ist jetzt nicht der Gefährte, den ich unbedingt gerne bei mir haben möchte. Die Tieflingspiratin, die passt irgendwie, auch wenn sie mit Sicherheit nicht der rechtschaffenste aller Charaktere ist, aber sie passt in diese Schar hinein. Genauso wie der Kleriker, der auch irgendwie passt er auch dazu. Der einzige, der aktuell für mich nicht ganz in das Bild passt, ist der Rabauke. Deswegen würde ich ihn gerne ersetzen und durch einen Charakter, der... Ich wollte gerade sagen, hier sind nur noch mehr Banditen, aber nee. Durch einen Charakter, der vielleicht ein bisschen mehr, zumindest meinem Bild nach, in Warns Schar passen würde. Sind sie denn schon angekommen? Die Zentauren, diese wahnsinnigen Bestien. Werden wir jemals sicher sein, solange sie durch diese Gefilde streifen? Ihr macht euch Sorgen um die Zentauren, da hinten waren Drachen. Ja, Leute. Da hinten waren Drachen, die da rumgelaufen sind und Hügelriesen und was nicht alles. Aber wenn ihr meint, so pass auf, ich nehme alles mit. Denn das kann alles verkauft werden. Und schon sind wir total schwer beladen. Ja, Gecko. Aha, ja. Siegt aber wann, die Söldner in Warns Schar sind Freunde, deren Bande durch Blut geschmiedet. Wonderful. Now the Centaur Barbarians have added themselves to our already too long list of problems. We'd best order long pikes for the infantry and beef up the fortifications. Or we could avoid fighting them
and save the money for something more urgent than battling barbarians. I believe we should set up a camp for the night. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, der Cephal, der will immer in den Krieg ziehen und ja, er ist halt rechtschaffend böse, ne? Und der Mäger ist im Gegensatz dazu chaotisch gut, ist also das genaue Gegenteil von dem Cephal. Also auf der Skala der Gesinnungen. Ja, dass die beiden sich... Okay, das ist eine Begegnung, die wir nicht ausschlagen können. Ich dachte, wir nehmen den direkten Weg zurück nach Warnburg. Machen wir aber anscheinend nicht. Lauf! Lauf! Fass mich nicht an, Missgeburt! Ja, da müssen wir helfen, oder? Da werden wir auch helfen. Wer ist denn das? Ich kann nicht sehen, wer es ist, aber wir werden auf jeden Fall... Nein! Zombie-Hegemon-Zyklopen, das sind nämlich genau die! Da sind sie schon, sie haben sie geweckt, verdammt nochmal! Der sieht ein bisschen aus wie Villas. Oh, es... Der Mann, den du gerade gerettet hast, atmet tief durch und schenkt dir ein breites Lächeln, als wäre er nicht eben erst seinen Häschern entkommen. Seine Kleidung und Ausrüstung ist von unterschiedlichster Qualität, eine seltsame Kombination aus robusten Gegenständen und rein dekorativen Elementen. Selbst sein Hemd scheint maßgeschneidert zu sein und gewährt einen ungehinderten Blick auf seine mit zwei goldenen Ketten geschmückte Brust. Baron Warn, euer Gnaden, was für ein Glück, euch hier zu treffen! Bis jetzt bin ich bei meinen morgendlichen Unternehmungen nur auf unfreundliche Gäste gestoßen. Mäger schenkt dem Fremden ein freundliches Lächeln und reicht ihm die Hand, als wäre er ihm gleichgestellt. Außerdem scheint er mit seiner Körperhaltung die Aufmerksamkeit des Fremden erregen zu wollen, ohne Cephals oder dein Sichtfeld einzuschränken. Seid gegrüßt! Und ihr seid? Villas Gunderson, euer Gnaden! Von der Aufmerksamkeit sichtlich geschmeichelt, wirft sich der Mann in Pose. Wissenschaftler, Reisender und Altertumsforscher. Zu euren Diensten! Ich sehe mit Freuden, Ich sehe mit Freuden, dass meine Baronie derart gebildete Leute um sie schart. Umso bedauerlicher ist es, dass sie mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mäga nickt in Richtung des jetzt endgültig toten Zyklopen. Woher kam diese Kreatur? Keine Ahnung, sagte Villas scheinbar gelassen. Ich habe den Ausblick genossen und mir einige Notizen gemacht, als mir irgendein ungehobelter Einfallspinsel das Licht nahm. Ich bat ihn höflich, mir aus der Sonne zu gehen, damit ich weiterarbeiten kann, aber er hörte nicht auf mich. Und als ich mich umwandte, war mir klar, warum, denn Zombies haben kein Gespür für gute Manieren. Wir betrachten ihn mal näher. Während Mäga den Reisenden in ein Gespräch verwickelt, begutachtest du vorsichtig seine Ausrüstung und Kleidung. Dabei springt dir sofort ein gelblicher Armreif aus Jade an seinem Handgelenk ins Auge. An seinem zerlumpten Äußeren erkennst du, dass Villas seit Tagen unterwegs ist und zwar ganz offenkundig nicht auf Straßen. Ja, besagter Armreif, der die ganze Geschichte um Vordakai erst ausgelöst hat. Wir versuchen mal die Herkunft des Armreifs zu bestimmen. Dieser scheint aus einem einzelnen, ungewöhnlich gefärbten Jadestück geschnitzt worden zu sein. Selbst aus der Ferne erkennst du die Gravuren des Armreifs, die eindeutig auf die Herkunft des Reliktes schließen lassen. Dieses Kleinod stammt aus dem Reich der alten Zyklopen, aber was macht es hier und wie ist dieser glücklose Reisende in seinen Besitz gelangt? Tja, jetzt ist dieser Zyklop deutlich höflicher, was? Mäga schweigt einen Augenblick, damit auch du dich an der Unterhaltung beteiligen kannst. Ja, das ist Valaria, ne? Also, mein Freund, warum erzählt ihr uns nichts über den Armreif, den ihr da tragt? Ihr würdet den Baron und seine Leute doch nicht belügen, oder? Hier spielt uns doch jemand etwas vor, murmelt Cephal und erntet dafür einen spöttischen Blick von Mäga. Der freudige Ausdruck in Gundersons Gesicht verschwindet. Er sieht dich misstrauisch an und spielt zögerlich mit seinem Armreif. Dieses Kleinod ist meine jüngste Entdeckung. Ich fand es am Ufer des Flusses. Das Wasser scheint es aus irgendeinem alten Grabhügel gespült zu haben. Es ist zweifellos sehr alt und könnte von großer wissenschaftlicher Bedeutung sein. Ich habe es allerdings noch nicht präzise datiert. Ihr müsst wissen, solche Dinge erfordern Zeit. Aber ich schwöre, dass Desna selbst meine Hand geführt hat. Mäga tritt näher, klopft dem jungen Mann auf die Schulter und nimmt ihm den Armreif aus der Hand, ehe Villas protestieren kann.
Das ist wirklich interessant. Die Baronie hat noch keine wissenschaftlichen Erfolge vorzuweisen, aber ich denke, wir finden einen Experten, der in der Lage sein sollte, die Herkunft des Armreifs zu bestimmen. Sollte dieser Gegenstand wertvoll sein, werdet ihr für eure Mühen großzügig belohnt. Ihr nehmt das als Vorschuss. Mit diesen Worten zückt er einen Beutel und überreicht ihn Villas. Wo, sagtet ihr, habt ihr den Armreif gefunden? Am Fluss. Villas scheint angesichts des Verlustes des Armreifes verblüfft zu sein, findet sein Lächeln angesichts des Beutels in seiner Hand aber rasch wieder. Ich freue mich, wenn ich helfen kann, Baron Warn. Mit euren Verbindungen können wir die Herkunft dieses Fundes gewiss ermitteln. Und bis dahin werde ich meine Zeit mit etwas ebenso Nützlichem verbringen. Wusstet ihr, dass ich neben wissenschaftlichen Beiträgen auch Romane schreibe? Deshalb kann ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, über die Taten von Warns Schar zu berichten und eure ersten Schritte als Baron festzuhalten. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Solange ihr mich nicht bittet, Porträt zu sitzen, erwidert Mega mit einem ansteckenden Lachen. Ich entstamme einer adligen Familie und habe einen Großteil meiner Kindheit damit vergeudet, mit meiner Mutter und meinen Brüdern für unzählige Gemälde zu posieren. Diese Tortur wurde mir erst erspart, als ich meinen Wams mit Teer bedeckte und meinen hübschen Federhut in Brand steckte. Solange ihr mir derartige Qualen erspart, Villas, könnt ihr machen, was ihr wollt. Sucht euch in Warnburg einfach eine Bleibe und macht euch an die Arbeit. Ich lasse es euch wissen, wenn ich Neuigkeiten über den Armreif habe. Wie ihr wünscht, euer Gnaden. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit euch zu machen. Villas Gunderson eilt in Richtung Warnburg davon. Und damit nahm das Verhängnis seinen Lauf, denn dieser Armreif, Villas hat ja beim letzten Mal erzählt, als wir ihn getroffen haben, dass er irgendwie das Gefühl hatte, er müsste in diese Richtung gehen. Mega blickt ihm eine Weile nach, ehe er spöttisch bemerkt, das lief ja gut. Der Bursche lügt natürlich, dass sich die Balken biegen, aber wir haben mehr von ihm bekommen, als wir erhoffen durften. Warn betrachtet gedankenverloren den Armreif. Warum habt ihr diesen Gunderson eigentlich nach Warnburg eingeladen? Brauchen wir in diesem Kaff wirklich noch mehr törichte Schatzsucher? Eine Bauchentscheidung. In 9 von 10 Fällen droht Ungemach, wenn mir mein Bauch sagt, ich soll die Augen offen halten. Natürlich gibt es immer ein 10. Mal und mein Bauch sagt nur einen heftigen Kater voraus, aber ich denke, das ist in diesem Fall nicht so. Mega runzelt kurz die Stirn. Vielleicht ist Gunderson ja tatsächlich nur ein charmanter Schwätzer, der versehentlich über diesen toten Zyklopen gestolpert ist. Und möglicherweise ist dieser Armreif nur irgendein Schmuckstück, aber irgendetwas passt nicht an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, Gunderson hat gelogen, als er sagte, er habe ihn am Fluss gefunden. Er war offensichtlich seit Tagen unterwegs, in Gewölben, so wie er aussieht. Habe ich nicht gesagt, Cephal, hier stimmt was nicht. Der Armreif ist ein Relikt der alten Zyklopen. Man muss kein Experte sein, um das zu erkennen. Sehe ich auch so. Vielleicht finden wir hinter der nächsten Ecke hier einen Zyklopenschatz. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass unser Anführer noch immer jedem Schatten nachjagt und sich vor zufällig vorbeikommenden Fremden zum Narren macht. Er sollte sich lieber um wichtige Angelegenheiten kümmern, die Politik der Baronie zum Beispiel. Genau, geh mal zurück nach Warnburg, da wartet seit Tagen ein Besucher auf dich. Du musst 1000 Entscheidungen treffen und ich möchte auch gerne in der Stufe aufsteigen. Der Junge hat in einem Gewölbe ein Relikt der alten Zyklopen gefunden und wird jetzt von einem Zombie-Zyklopen verfolgt. Was soll daran geheimnisvoll sein? Ihr habt eine feine Nase und die Augen eines Adlers. Mega klopft ihr aufmunternd auf die Schulter. Ich hoffe, außer diesem toten Zyklopen ist nicht noch etwas aus dem Loch gekrochen, aus dem der Bursche diesen Armreif gestohlen hat. Doch, was für eine Geschichte. Unsere Probleme mit den Zentauren sind noch nicht gelöst und schon haben wir ein neues Rätsel am Hals. Und einen persönlichen Chronisten. Wir sollten einen genaueren Blick auf seine dürftigen Reime werfen. Cephal, nehmt den Armreif und versucht etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Valaria, ihr behaltet unseren neuen Freund im Auge. Sucht ihn in Warnburg auf, wenn es eure Zeit erlaubt. Vielleicht könnt ihr ja noch etwas aus ihm herauskitzeln. Das wäre dann alles. Brechen wir auf. Ja, kann ich gerne versuchen. Ich ahne gar Schreckliches. Ach, guck mal, wieder Meisterwerke hier. Und die nehme ich auch mal mit, weil wir haben noch Platz im Inventar. Und hier oben sind noch Skelettstreiter unterwegs. So. Sogar jede Menge Skelett. Wo waren die denn vorher? Wo sind die denn hergekommen jetzt? Da ist noch ein Toter. Und die haben normalerweise immer sehr gute Ausrüstung bei sich. Deswegen töte ich sie gerne. Na komm, tut alles mit. Kommt alles mit. Ich könnte auch einfach auf alles einsammeln klicken. Das wäre vielleicht einfacher, oder? Ich würde ja gerne mal dem Weg hier folgen, den der Villas gelaufen ist. Weil ich mir vorstellen könnte, dass wir auf dem Weg vielleicht dann direkt unten in diese Totenstadt kommen.
Wobei ich nicht genau weiß, woher er den Armreif gestohlen hat. Wir wissen ja nur, dass er ihn gestohlen hat. Da waren 6 Rastvorräte, die auch sehr nützlich sein könnten. Wir wissen ja nur, dass er ihn gestohlen hat und dass er erzählte, dass er von einer Stimme oder von einem Gefühl halt in diese Richtung getrieben wurde, als hätte er dorthin gemusst. Deswegen gehe ich immer noch davon aus, dass Vordakai schon wach war und dass er irgendwas getan hat, um den guten Villas in diese Richtung zu lotsen, damit sein Amulett gestohlen wird. Oder irgendjemand anderes hat das gemacht, weil irgendwie muss der Villas ja auch da rangekommen sein. Der sieht mir jetzt nicht so aus wie ein Mensch, der auf natürliche Art und Weise oder ich sag mal von eigenen Fähigkeiten her es schaffen würde, so ein Abenteuer zu bestehen und in diese Ruinen einzudringen. Könnte natürlich trotzdem sein, aber es wirkt schon ein bisschen seltsam. Auch die Geschichte, die er uns erzählt hat, dass er eben plötzlich das dringende Bedürfnis hatte, da hinzugehen. Also entweder hat da jemand ihm ganz böse mitgespielt oder Vordakai war schon wach. Nun, mein verehrter Leser, wisst ihr endlich, wie ich, Villas Gundason, der Verfasser dieser Geschichte, erstmals Bekanntschaft mit Baron Warren und seinen Gefährten machte. Aber obschon ich dieses bemerkenswerte Zusammentreffen gerne ausführlicher schildern würde, muss ich mich doch ermahnen, dass nicht ich die Hauptfigur dieses Buches bin. Vielleicht werden mich Baron Warren oder die Generalin ja eines fernen Tages in ihren Memoiren erwähnen. Gewiss hat unsere Begegnung auch bei ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie es das Schicksal will, erwartete die Gruppe vor der Rückkehr nach Warnburg noch ein weiteres Abenteuer. Nachdem sie beschlossen hatte, den Weg abzukürzen, findet sich die Gruppe nun in einem Gebiet mit einem seltsam zerfurchten Boden wieder. Baron Warren und seine Gefährten sind vorsichtig und nähern sich unbemerkt einem jungen Zentauren, der jauchzend von Furche zu Furche springt. Nach einem kurzen Augenblick macht Baron Warren Anstalten, der Kreatur etwas zuzurufen. Tja, Zephal versucht ihn aufzuhalten, doch dann nickt die Generalin und der Baron zieht die Aufmerksamkeit des Zentauren mit seiner kräftigen Stimme auf sich. Der Ruf erreicht den Zentauren gerade noch rechtzeitig. Er erstarrt und wendet sich der Gruppe zu. Just in diesem Moment bricht das Maul eines riesigen Monsters aus dem Boden, das den Zentaur gewiss verschlungen hätte, wenn dieser seinen Weg fortgesetzt hätte. Ohne richtig hinzusehen, erkennen die erfahrenen Recken von Warns Schar in dem Monster einen Landhai, der seine Beute aus dem Boden heraus attackiert. Fest entschlossen, die Angelegenheit selbst zu regeln, zieht Baron Warren sein Schwert. Wir waren hier! Ich erinnere mich, die zerfurchten Böden! Wir waren hier und jetzt ergibt das alles einen Sinn! Oh, das ist so schön! Das ist so wundervoll, ehrlich. Ich liebe solche DLCs, die ganz kleine Dinge im Hauptspiel aufgreifen und sie erklären und man versteht, warum ist es so gewesen. Oh, das ist wundervoll. Die packt den Baron und flüstert den Plan zu, schlägt vor, sich den Monster lautlos zu nähern, statt blindwütig drauf loszustürmen. Ja, das wäre normalerweise Valarias Vorgehensweise. Die Generalin packt den Baron am Ärmel und flüstert ihm ihren Plan zu. Sie schlägt vor, sich dem Monster lautlos zu nähern, anstatt blindwütig drauf loszustürmen. Unter der Annahme, dass sich ein unterirdisches Monster wie dieses wohl schwerlich auf seine Augen verlässt, rücken die Krieger von Warns Schar lautlos vor und tänzeln dabei von Fels zu Fels, stets darauf bedacht, den Boden nicht zu berühren. Der Plan der Generalin geht auf und die wackeren Recken können sich dem Monster unbemerkt nähern. Sobald sie in Reichweite sind, schlagen die Krieger gemeinsam zu und bündeln ihre ganze Macht zu einem einzigen, präzisen und tödlichen Angriff. Die verwundete Bestie brüllt und versucht, in den Boden zu entkommen. Die Generalin und der Baron nicken sich lautlos zu und versetzen der Bestie den Todesstoß. Würde dieses Monster einem vereinten Angriff dieser kampferprobten Kameraden widerstehen? Die Antwort ist ein entschiedenes Nein. Nach dem zweiten Hieb brüllt es ein letztes Mal auf, ehe sein lebloses Fleisch zu Boden sinkt. Ein weiterer ruhmreicher Sieg für Warns Schar. Knochenplatten eines Landhais, Diamantstaub und 90 Erfahrung. Die Generalin und der Baron lassen ihren Blick über das Schlachtfeld schweifen. Vorsichtig nähert sich der Zentaure der Gruppe. Sein jugendliches Gesicht ist voller Dankbarkeit, doch seine Neugier wird von Furcht getrübt. Baron Warn begrüßt den Jüngling und beginnt eine Unterhaltung mit ihm. Cephalorentus murmelt etwas von leichtsinnigen Risiken für fragwürdige Ziele, als er sich dem leblosen Körper nähert und einige Berechnungen anstellt. Die Generalin indes betrachtet das Ganze als perfekten Augenblick, um mehr über Zentauren zu erfahren. Der Zentaur stellt sich als Roiko vor, was allerdings eher ein Spitzname zu sein scheint. Er ist vom Mut Baron Warns und seiner Leute sichtlich beeindruckt. Er bereitet sich zögerlich darauf vor, aufzubrechen und erklärt, dass sein Stamm seine Abwesenheit schon bald bemerken und ihn für seine Unterhaltung mit Zweibeinern möglicherweise bestrafen wird.
Die Generalin entlockt ihm geschickt weitere Informationen. Diese beschränken sich allerdings weitgehend auf Dinge, die der Gruppe bereits bekannt sind. Allerdings erfahren die Recken, dass der Zentaur dem Stamm des Niemands angehört, dessen Anführerin eine gewisse Ekora Silberfeuer ist. Ein Name, den Royko voller jugendlicher Ehrfurcht ausspricht. Die Niemandszentauren betrachten sich selbst als Hüter dieses Landes und sind bereit, es gegen jedwede Invasoren zu verteidigen. Außerdem berichtet Royko seufzend, dass der Stamm im Gegensatz zu früher sehr klein geworden ist. Kriege und Katastrophen haben ihren Tribut gefordert und die anderen Stämme wollen nichts mehr mit den Niemands zu tun haben. Roykos Worte lassen vermuten, dass die anderen Zentaurenstämme seinen eigenen Stamm für ein wenig verrückt halten. Nach einigen freundlichen Abschiedsworten nickt Baron Warn zufrieden und führt die Gruppe zurück nach Warnburg. I do not like that Gunderson, even if he is not a spy. And mind you, I still have my doubts. Vagabonds like him always bring trouble. I can't keep all the vagabonds from breaking their necks in the ruins. At least if he finds something interesting, he'll bring it to us, not Brevoy.